gegen Erkenschwick am letzten Spieltag. Die Homburger in den roten Trikots ohne Muschinka, dafür mit Dimitrijevic, begannen verhalten, hatten jedoch die erste Chance durch den Georger Kacharaba. Bocholt zunächst nur durch Standardsituationen gefährlich. Bocholts Kapitän Uwe Fengels zirkelt den Ball genau auf den Fuß von André Flür, doch Homburgs Schlussmann Peter Eich im Nachfassen. Es war ein schwaches Regionalligaspiel, viel Kampf und Krampf, viele Fehlpässe und wenig Torraumszenen, doch dann die 32. Minute. Das ist Semida, Bocholder und Homburger im Zusammenspiel. Irgendwie kommt der Ball zu Kacharaba, der liegt quer auf Arthur Fahr und der Liberianer erzielt das 1:0. Das einzige Highlight der ersten Halbzeit. Zur Pause also eine glückliche Homburger Führung und es blieb Zeit, von einem besseren Spiel zu träumen. Auch nach dem Wechsel wurde das Spiel nicht besser. Hier die einzige nennenswerte Chance der Homburger in Halbzeit 2 durch Kacharaba. Es dauerte bis zur 61. Minute, bis sich das Hinschauen wieder lohnte. Stanic mit Problemen im Kopfballspiel, genau in den Lauf von Martin Gutschig. Der sieht den völlig freistehenden Frank Schaaf und der braucht nur noch den Fuß hinzuhalten. Der 1:1 Ausgleich. Uli Sudes Wunsch nach 3 Punkten begann zu wackeln. Dazu leistete sich der kurz zuvor für Ruß eingewechselte Drill Chaka ein völlig unnötiges Foul und Schiedsrichter Thomas Kestermann zog sofort rot. Sicherlich eine umstrittene Entscheidung. Das Spiel jetzt etwas munterer. Homburg mit einem Mann weniger gerät in der Schlussphase nochmal unter Druck. Doch Keeper Peter Eich rettete das Unentschieden. Auch die letzte Bocholder Chance ohne Ergebnis. Am Ende 1 Punkt für Bocholt, 1 für Homburg. Mehr hatte auch keiner verdient. Wir wollten 3 holen, einer ist nur geworden. Unterm Strich müssen wir nach den 2 Großchancen froh sein. Und ich denke mal, wenn wir das schaffen, jetzt in den nächsten Wochen die zweite Halbzeit auch gut zu spielen, ich will mich damit in die Verantwortung nehmen. Ich habe sehr hart trainiert, weil ich in letzter Woche mit der Einstellung der Mannschaft nicht zufrieden war. Ich glaube auch, dass es ein Kräfteverschleiß war nachher, dass nicht mehr die läuferische Potenz da war. Aber ich denke mal, damit können wir leben und wir werden das nächste Heimspiel so angehen, dass wir 3 Punkte zu Hause behalten.